Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Alle Finanzmärkte, Produkte und Akteure sollen reguliert oder beaufsichtigt werden. Das hat die G20 im Jahr 1 der großen Finanzkrise im Herbst 2008 angekündigt. Fast 5 Jahre ist das her. Und ich muss schon sagen, angesichts der Ausmaße und der Dramatik der Katastrophe und angesichts der Billionenkosten, die auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler abgewälzt wurden, finde ich die seither an den Tag gelegte politische Untätigkeit der Verantwortlichen schlicht und ergreifend skandalös. 5 Jahre. Und nichts hat sich daran geändert, dass im Finanzsektor obskure Papiere kreiert und aberwitzige Geschäftsmodelle verfolgt werden, während die Kreditvergabe an reale Unternehmen immer dürftiger wird. Nichts hat sich daran geändert, dass mit diesen obskuren Papieren mehr Geld verdient wird, Monat für Monat, als sie beispielsweise ein Arzt, der Menschenleben rettet jede Woche, oder ein Ingenieur, der Hightech-Maschinen konstruiert, im ganzen Leben verdienen kann. Und auch die vorliegenden Gesetzentwürfe werden an dieser skandalösen Situation nicht das Geringste verändern. Derivate, also das, was Warren Buffett finanzielle Massenvernichtungswaffen nannte, sind heute im Nominalwert von 640 Billionen Euro auf Dollar auf dem Markt. Das ist etwa 10-mal mehr, als die gesamte Weltwirtschaft an Gütern und Leistungen produziert. 53 Billionen Euro sind inzwischen im Schattenbankensystem angelegt, also in dem unregulierten Dickicht von Hedgefonds, von Private Equity Haien und sonstigen Finanzspekulanten, die gar keiner Aufsicht unterliegen. Und auch für die Banker hat sich doch im Ernst nichts wirklich verändert. Das Regulierungspaket Basel III wurde von der Lobby kleingeschossen, und es ist völlig offen, ob es überhaupt jemals in Kraft treten wird. Die strengeren Liquiditätsvorgaben aufgeweicht, die höheren Eigenkapitalanforderungen. Ein Witz, solange die Banken einfach nur ihre Modelle ändern müssen, wie sie die Risiken berechnen, und schwupp ist die Eigenkapitalquote höher, ohne dass ein einziger müder Euro zusätzliches Eigenkapital wirklich aufgenommen wurde. Ja, Sie haben offenbar keine Ahnung. Die Deutsche Bank hat im letzten Jahr ihre risikogewichteten Aktiva um 12% reduziert. Wie hat sie das gemacht? Etwa dadurch, dass sie weniger Derivate aufgelegt oder weniger in Lebensmitteln spekuliert hat? Davon kann keine Rede sein. Hier dreht sie im Gegenteil wieder ein ganz großes Rad. Sie hat das gemacht, indem sie, wie sie es selber nett formuliert, Model Improvements nutzt. Ich kann Ihnen erklären, was das ist. Das funktioniert in etwa so wie mit dem Armuts- und Reichtumsbericht. Wer glaubt, dass Armut dadurch verschwindet, dass man sie im Regierungsbericht nicht mehr erwähnt, der glaubt wahrscheinlich auch, dass Risiko dadurch verschwindet, dass man einfach die Berechnungsmethode verändert. Ich halte diese Logik für völlig absurd. Und das eigentliche Problem ist doch, eine Bank, die weiß, dass die Regierung sie niemals fallen lassen kann, die hat doch gar nicht nötig, Eigenkapital zu bilden. Die kann es sich leisten, wie die Deutsche Bank, mitten in der Eurokrise 3,2 Milliarden Euro an Boni an ihre Investmentbanker auszuschütten. Und insgesamt haben die Banker im letzten Jahr übrigens 300 Milliarden Euro an Boni verteilt, nicht gerechnet die ganzen Dividenden, die ausgeschüttet wurden. Und angesichts solcher Zustände behaupten sie, wir seien auf einem guten Weg. Vielleicht hätte die Bundesregierung, statt sich im Laufe dieser Legislatur etwa 100-mal mit Investmentbankern zu treffen, lieber mal mit den Geschäftsführern kleiner und mittlerer Unternehmen austauschen können oder austauschen sollen, die Ihnen vielleicht plastisch geschildert hätten, wie oft Sie schon mit dem Anliegen, einen langfristigen Investitionskredit zu bekommen, bei Ihrer Bank abgeblitzt sind und was das am Ende für Arbeitsplätze und für die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft bedeutet. Oder Sie hätten vielleicht die Familien treffen können, die in der Dispo-Falle festhängen, die von den Banken jeden Monat mit Überziehungszinsen von 12 oder 14% abgezockt werden, von denselben Bankern, die dieses Geld faktisch gratis von der Europäischen Zentralbank bekommen. Die Wahrheit ist leider, kein Finanzmarkt, kein Produkt und kein Akteur ist heute wesentlich wirksamer reguliert und beaufsichtigt als im Jahre 2008. Und das ist ein Armutszeugnis für die Politik und ein erschreckender Ausweis ihrer Abhängigkeit und Steuerbarkeit durch die Lobby der Banker und Finanzjongleure. Herr Schäuble, Sie haben selbst öffentlich gewarnt
dass die Demokratie eine nochmalige Finanzmarktkrise von diesen Ausmaßen nicht überleben würde. Ja, dann frage ich Sie, wie können Sie es verantworten, alles weiterlaufen zu lassen? Die Banken oder der Finanzmarkt, der ist heute doch genauso wie vor 5 Jahren ein Markt ohne Haftung und Verantwortung. Ein Markt, auf dem die normalen Gesetze, denen allen anderen sich unterwerfen müssen, schlicht und ergreifend nicht gelten. Die Banken, die jahrelang den Libor manipuliert haben und sich damit Milliardengewinne ergaunert haben, die sollen nach dem Wunsch der EU-Kommission jetzt straffrei ausgehen. Genauso wie ja auch die ganz großen Finanzmüllproduzenten nie zur Verantwortung gezogen wurden für das, was sie angerichtet haben. Und dafür tragen sie allerdings alle Mitverantwortung für die Situation, die wir haben. Hätte beispielsweise Rot-Grün damals die Hedgefonds in Deutschland nicht zugelassen, dann müssten wir uns gar nicht erst darüber den Kopf zerbrechen, wie diese verrückten Finanzvehikel wieder reguliert werden können. Das tut ihnen weh, aber es ist leider die Wahrheit. Und hätte die Große Koalition die Idiotie der Kreditverbriefungen nicht ausdrücklich gefördert, dann wäre vermutlich weniger von diesem Müll in den Bilanzen der Landesbanken hängen geblieben. Und hätte ein Herr Steinbrück nicht das Gesetz zur Bankenrettung ausgerechnet von den Lobbykanzleien der Banker selber schreiben lassen, dann hätten sich die Probleme natürlich auch weniger generös für die Finanzinstitute und weniger ruinös für den Steuerzahler lösen lassen. Oder will heute noch jemand behaupten, dass es alternativlos war, der Commerzbank mindestens 2 Milliarden Euro zu schenken? 2 Milliarden, davon könnten Sie den Heizkostenzuschuss für arme Familien 10 Jahre weiter zahlen. Oder wollen Sie behaupten, dass es alternativlos war, 200 Milliarden in der Hypo Real Estate zu versenken, nur damit der charmante Herr Ackermann seine Forderung an die Hypo Real Estate nicht abschreiben muss? Und dass Lobbykanzleien wie Freshfield dann auch noch 100 Millionen vom Staat für ihre erfolgreiche Interessenvertretung für die Banker bekommen haben, das setzt dem Ganzen allerdings die Krone auf. Und insoweit muss ich schon sagen, wenn man sich ansieht, wie erfolgreich die Finanzmafia in Deutschland den Steuerzahler über den Tisch gezogen hat und wie engagiert Herr Steinbrück als damaliger Finanzminister dabei behilflich war, dann sind die später geflossenen Honorare natürlich durchaus nachvollziehbar. Es ist nur schade, dass Korruption nach dem Motto gezahlt wird später in Deutschland nicht strafbar ist. Und ich muss sagen, natürlich finde ich es sympathisch, dass die SPD jetzt die Banken regulieren will, weil das sagen wir und fordern wir ja schon lange. Aber ich muss Sie fragen, wenn Sie ernsthaft den Banken ans Leder wollen, wie konnten Sie dann ausgerechnet den Bankenmann Per Steinbrück zu Ihrem Kanzlerkandidaten machen? Das nimmt Ihnen doch der Dümmste nicht ab. Zumal die Große Koalition der Bankenretter ja leider bis heute reibungslos weiterläuft. Auch die Euro-Rettung war ja von Beginn an nichts anderes als eine einzige große Bankenrettung. 50 Milliarden etwa sind aus dem Rettungsschirm direkt an die griechischen Banken geflossen. 5 Milliarden davon, das hat die Bundesregierung selber bestätigt, an die Eurobank des griechischen Milliardärs Latsis, der in einer Villa am Genfer See sein Leben genießt. Ja, wollen Sie wirklich behaupten, dass der Euro kaputt gegangen wäre, wenn der griechische Milliardär Latsis einen Teil seines Vermögens verloren hätte? Sie reden vom Bail-in der Gläubiger und von Haftung, aber Sie tun alles, dass diese Haftung und dieser Bail-in nicht kommt. Wo war der Aufschrei der Bundesregierung, als die Europäische Zentralbank Irland unter Druck gesetzt hat, ihre Banken und deren Gläubiger komplett freizukaufen, obwohl das kleine Land sich dadurch eine Verschuldung aufgehalst hat, für die noch Generationen bluten werden? Wo ist der Aufschrei der Bundesregierung angesichts des aktuellen Richtlinienentwurfs der EU-Kommission, nachdem eine Gläubigerhaftung bis 2018 ausgeschlossen werden soll? Und hören Sie doch auf, uns zu erzählen, diese elende Bankenretterei auf unser aller Kosten wäre noch im Interesse des Kleinsparers. Das ist nun wirklich eine der dümmsten Lügen. Selbstverständlich könnten wir es in Europa machen, wie es die Isländer vorgemacht haben. Einlagen bis zu einer gewissen Höhe werden geschützt. Sagen wir 500.000 Euro, damit es wirklich niemanden trifft, der für sein Geld hart gearbeitet hat. Alles andere allerdings, zunächst die Aktien, dann die Bankschuldverschreibungen und schließlich die Einlagen, die über diese Grenze hinausgehen. Das geht, wenn eine Bank pleite ist, in die Insolvenzmasse ein.
Wo ist denn da das Problem? Jeder Handwerksbetrieb, der für ein Unternehmen gearbeitet hat, das pleite geht, muss seine Forderungen abschreiben. Da kommt auch nicht der Staat und der Steuerzahler und rettet. Und dafür, für so eine Regelung, bräuchte man keine dicken Gesetze und keine endlosen EU-Richtlinien. Das hätte man in Irland und Griechenland so machen können. Und das könnte man jetzt in Spanien und Zypern so machen und natürlich auch hier in Deutschland. Wäre dieser Weg in Europa beschritten worden, dann wären die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler heute um 4,5 Billionen Euro reicher. Im Gegenzug gäbe es vermutlich einige Milliardäre weniger, und das Vermögen der europäischen Oberschicht wäre vielleicht auf das Niveau der 90er Jahre zurückgestutzt. Dann könnten wir in Deutschland mehr Lehrer und mehr Krankenschwestern beschäftigen, und in Griechenland und Spanien wären wahrscheinlich nicht 60% aller jungen Menschen ohne Arbeit und ohne Perspektive. Wäre das eine so schlechte Alternative? Ich glaube, der Nobelpreisträger Stieglitz hat völlig recht. Das Problem ist die Verbindung von Wirtschaft und Politik. Wer Demokratie will, muss die Finanzmafia entmachten, statt sich von ihr einkaufen zu lassen. Und wir brauchen in Deutschland keine große Koalition der Bankenretter, sondern was wir brauchen, ist eine Politik, die endlich den Mut aufbringt, den Zockern das Handwerk zu legen. Und dafür werden wir als Linke weiterhin streiten. Ich erteile das Wort dem Kollegen Gertschik.